So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Why Play Community Play. Und zwar haben wir hier unser neues Spiel Battlefield Heroes und wir sind auch schon am Start. Und ich will hier kurz in den Flieger einsteigen und das sind wir auch. Jawohl, wir fliegen hier kurz über Schlachtfeld. Battlefield Heroes ist ja der Free-to-Play-Titel von unserem geliebten Publisher Electronic Arts. Und man muss nichts dafür bezahlen, außer man will irgendwie Erfolg in dem Spiel haben. Und ja, die Runde ist gerade vorbei. Wir haben gewonnen. Das ist schon mal schön. Und jetzt warten wir, bis die nächste Map geladen wird. Also, wenn ihr mitspielen wollt bei Yplay, es läuft wie folgt ab. Ihr geht auf die offizielle Yplay-Seite auf Facebook, drückt da auf Gefällt mir und ihr kriegt immer sofort mit, welches Spiel wir wann aufzeichnen. Ja? Ich habe auch vor, dass ich demnächst ein League of Legends Play mache. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dann machen wir das Ganze auf jeden Fall. So, jetzt warten wir noch, bis die nächste Karte, während hier die Karte geladen wird, so wollte ich euch nochmal sagen, dass ihr euch auf der offiziellen Yplay-Seite anmeldet. Das habe ich schon gesagt. Wir wollen League of Legends demnächst machen. Das mache ich aber auf meiner Facebook-Seite, ja? Also, auf meiner Facebook-Seite und die Yplay-Seite adden und dann wisst ihr immer, wann wir spielen werden. So, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Lieber Cutter, blend mal eine Zahl ein, wie oft ich das jetzt gesagt habe. 3 oder 4 Mal oder so. Und wenn ich es mehr als 2 Mal gesagt habe, dann lass kurz das Bild explodieren. Dankeschön. So, jetzt sind wir hier beim nächsten Spiel. Hier geht's los. Da ist unsere Flagge, die müssen wir beschützen. Und hier schon mal ein Panzer. Und den weiß ich zu benutzen. So, ach wie schön, die Leute erklären mir. Zeratul 5 erklärt mir, Max, erobere Fahnen, dann kriegst du Erfahrungspunkte. So lieb, wie er mir das Spiel erklärt. Ich muss schon sagen, die Community ist wirklich einfach super, super freundlich. So, wir fahren jetzt mal ganz gechillt mit einem Panzer durch die Gegend und gucken, was das Leben so zu bieten hat. So, da ist jetzt eine Flagge, die übernehmen wir. Ah, da ist ein anderer Panzer! Ah, da ist ein anderer Panzer! Ah, noch ein Panzer! Anderer Panzer! Gefährlicher Panzer! Doofer Panzer! Doofer Panzer! Oh, da ist wieder einer! Uiuiuiui! Aber er sieht mich nicht. Doch, er wird explodiert. Ja, sehr gut. Von einem Kollegen wurde er in die Luft gejagt. Da sind wir jetzt zu dritt. Jawohl! Kademi, jawohl, der macht hier nochmal kurz seine Yoga-Übungen und jetzt geht's weiter. Links oben seht ihr übrigens meinen Erfahrungsschatz. Wenn der ganze Pfeil da links oben rot wird, dann läuft die ganze... Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man mit einem Flieger fliegt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah, jetzt geht... Oh! Ja gut, das alte Battlefield-Gedöns, ja. Man weiß nicht. Zeratul schreibt noch, Achtung, ist ziemlich schwer zu fliegen. Pass auf. Oh, da hat er aber den Panzer wieder vor mir zerdeppert. Schnell hoch, hoch die Mauer. Eieieiei. Wir haben momentan 2 Flaggen, die Gegner haben eine. Das ist schon mal sehr gut für uns. Wir müssen die Flagge erobern. Natürlich, weil ich hier den Y-Plane-Namen habe, fokussieren die sich jetzt natürlich alle auf mich. Das ist natürlich... Oh, du wurdest eliminiert von Kyle 1000. Kyle! Ich kenne deine Mama. Und das reicht als Drohung. So. Da ist nochmal ein Heli. Ja, er nimmt den Heli. Dann steigen wir dazu. Hoffentlich kann der besser fliegen als ich. Flieg, flieg, flieg! Mondstein, flieg und sieh! Hey! So, jetzt sind wir hier am Start. Ah, da unten, da laufen sie. Da laufen sie. Da ist wieder ein Panzer, über den fliegen wir einfach weg, weil wir krass... Oh, du wurdest eliminiert von Gladiator... Oh, du guckst aber... Oh, der... Was ist für eine große Waffe? Der muss bestimmt irgendwas kompensieren. Mit so einer großen Waffe, der muss irgendwelche Probleme haben, mit die er nicht klarkommt. So, ich will jetzt doch zumindest mal Level 2 erreichen, oder? Das kriegen wir doch hin, ne? So, Waffe wechseln. Bam, Bitch! Eieieiei. Schwein gehabt. Plus 5. Geht doch. Geht doch. So, hier ist eine andere Fahne. Die könnten wir übernehmen. Aber wir wurden von King Geralt mit dem Omega Beamer ausgeschaltet. Die hat er sich doch bestimmt gekauft. Weißt du, die sind eigentlich gar nicht gut. Nur die Eltern von denen sind einfach so reich. Die können halt einfach alles kaufen. Oh, da hinten ist einer. Da ist ein Sniper. Den erledigen wir uns. Den holen wir uns. Ah, aber hinter uns ist auch noch einer. Nein. Wo? Da war noch einer. Oh, da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Das fährt weg. Durchs Gebüsch. Alter, was ist das? Ist das ein WoW-Boss oder was geht hier ab? So, ich habe gleich Level 2, Freunde.
Da ist wieder der Omega Beamer! Da ist der Omega Beamer! Der Omega Beamer hat mich umgebracht. Der King Geralt hat mich getötet. Das ist nicht nett. So, gleich habe ich Level 2. Ich schwör's euch, ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe Level 2. Da sind die Bösen. Das sind ja nur Böse. Schnell weg. Schnell weg. Weg, 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 weg. Genau, dem laufe ich jetzt hinterher. Bam! Bam! Yes! Schön, den haben wir erledigt. Ah, Panzer! Ah, der gefährliche Panzer des Todes! Ah, Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Alter, der ballert uns hier ja weg. Oh, Gladiator PL mit dem, der Superlangweiler, der hat uns hier gerade gekillt. Der ist aber auch schon Level 13. Was soll das denn, Freunde? Was ist denn das? Perst. Ich bin hier Level 1, ey. Was soll ich irgendwie? Ich bin jetzt hier hoffentlich bei Level 2. Ah! Nice! So, jetzt sehen wir mal. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Und zwar das Sturmgewehr. Ah! Habt ihr das gesehen? Wie ich dem ausgewichen bin? Kranker Typ bin ich, ey. Level 2, Leute! Und tot. Naja. Aber ich habe jetzt Level 2 und endlich mal eine bessere Waffe. Das ist doch schon mal wesentlich cooler. Mit dem Sturmgewehr lässt sich doch schon wesentlich mehr anrichten. Als mit irgendeiner anderen Babywaffe. Wow, 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 wow. Den haben wir, den haben wir. Yes, nice, nice. Good job, good job. Yes, nice. Kampfbeherrschung 1. Yes, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen eliminiert. Oh, ich fühle mich so. Ich fühle mich so männlich. Was? Der springt da hoch. Das sind so Fähigkeiten, die habe ich nicht. Jetzt geht es hier um die Ecke. Eieiei, Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Lieber nicht mit dem anlegen. Genau, beschützt mich, meine Herolde. Eieiei, da ist das. Yes, den haben wir auch erledigt. Zusammenbleiben und mich beschützen und dann schaffen wir das. Du wurdest eliminiert von Lantern Guy. Leichter Panzer. Okay, mit einem Panzer zu töten ist jetzt aber auch nicht so schwer. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da hat mich aber einer, der hat mit dem Panzer, da hat er mich schon fies ausgeschwanzelt. So sagt man, habe ich gehört. So, wir müssen jetzt hier nochmal eine Fahne übernehmen. Da oben. Ein Level 30er ist da oben. Bist du deppert, Level 30. So, wir nehmen uns jetzt hier einfach einen Jeep und sterben. Der Lantern Guy hat uns wieder abgehört. Der steht doch nur mit dem Panzer rum und ballert uns ab, oder wie sehe ich das? Da ist er. Komm her, du Drecksau. Ich hab Dynamit. Das werfe ich nach dir. Madruschka hat mich auch gekillt. Das funktioniert hervorragend. So, in Deckung, in Deckung, in Deckung. Ja, nicht aufsehen, der Ding. Ah, sind sie schon wieder schnell mit Maschinengewehr reinballern. Einfach nur, was geht. Ah. Yes, geht doch. Da ist ein Panzer, das ist wieder so ein, da ist wieder so ein Panzer, ey. Ich hab keinen Bock auf Panzer. Hier ist, ich wollte doch hier einfach nur in Ruhe Blumen pflücken. Da sind sie schon wieder. Ah, nein. Niederlage. Verdammt. Ja, Freunde, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, meldet euch auf der offiziellen YTT-Seite oder auf meinem Facebook-Account. Und dann können wir ausmachen, was wir das nächste spielen. Ich hätte ja Bock auf League of Legends, ne? Bis dahin, ihr könnt jetzt noch ein paar andere Videos gucken. Die sind hier überall gleich zu sehen im Bild. Und bis dahin, ciao.